Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, mich geliebt, uns geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dass der Vater den Sohn freigegeben hat. Welcher Vater würde das tun? Welcher Vater würde seinem Sohn antun, diese brutalen Dinge durchzugehen? Als nun ein Vater, der einen größeren Plan hat, nämlich dass er die ganze Menschheit befreien möchte, freisetzen möchte, dass die ganze Menschheit ihm begegnet und seine Liebe erkennt, wie einzigartig und wunderschön er ist. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz hielten. Es war seine Liebe zu dir, seine Liebe zu uns, die ihn am Kreuz hielten. In der gesamten Geschichte, es ist seine Liebe. Es ist immer wieder ein aktives Wählen seiner Liebe. Ich liebe dich, mein Kind, und deswegen nehme ich all das auf mich. Ich liebe dich, mein Kind, und deswegen lasse ich mich ans Kreuz nageln. Nicht die Nägel waren es, seine Liebe war es. Es ist ein einzigartiger, wunderschöner Ausdruck seiner Liebe. Und wie auch vorher gesagt wurde, das gibt es in keiner anderen Religion, das gibt es in keinem anderen Glauben, wo ein Gott seinen Sohn auf die Welt sendet und ihn hingibt am Kreuz. Was für ein Ausdruck seiner Liebe, was für ein Zeichen. Ich möchte in persönlicher Beziehung mit dir leben, mein Kind. So wichtig bist du mir, dass ich genau das tue.